Hallo Freunde, ich begrüße euch zur zweiten Folge von WWE 2K19. Meine Karrieremodus. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch, denn ihr wisst, jedes Däumchen ist ein Träumchen. Und über jedes Abo würde ich mich freuen. Und hier seht ihr jetzt meinen Kämpfer erstmal zum Ring kommen. Für die Musik mit der Einmarsch nicht so langweilig ist, habe ich selber ein bisschen Musik rausgesucht. Weil ja, die vom Spiel darf ich ja nicht verwenden in meinem YouTube-Kanal. So, jetzt warten wir mal auf meinen Gegner. Mehr schon von der ersten Folge. Das war der in der grünen Hose. Sag mal, das Lied passt auch zu dem wegen der schwarzen Klamotten, und das Lied klingt ja auch ein bisschen düster. Mal gucken, ob wir den schön vermöbeln können. Also der erste Kampf in der letzten Folge, der war ja, da man ja locker vermöbelt. Okay, dann geht's mal los. So, komm her, mein Junge. Leg dich mal eine Runde schlafen. We apologize if anyone's having difficulty with your pay-per-view stream. To be honest, we underestimated the demand to see Buzz in action. We'd offer refunds, but hey, this event's streaming from a high school parking lot. So what'd you expect? Black Hole Cole still feels like Buzz stole his WWE opportunity, and now he's out for revenge. He should also get revenge on whoever told him that new name was a good idea. So, und Ringecke mit dir. Ach, Mist. We have a sold-out record-setting crowd here for BCW tonight. This is by far the highest. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auch die Aufgabe da oben erfüllen. Um auch alles freizuschalten, was wir brauchen. This match is Falls Count Anywhere. In the general parking lot area. So, jetzt haben wir ein Geld. Jetzt müssen wir hier auf den Eingangsbereich bringen und dann schlagen. Das ist ja meine Aufgabe. Oh, mein schönes Auto. Na gut, schön ist es jetzt nicht, aber... Oh, das war knapp. Das Einzige, was mir hier bei der Arena nicht gefällt, ist... Das sieht man gleich. Wenn man den oder... Na gut, hier sieht man es gerade nicht. Aber wo die Autos stehen, da ist wie so ein unsichtbarer Zaun, also.
Aber naja, sind ja nur die Anfangskämpfe, bis wir endlich in die WWE kommen. So. Schön mit dem Stuhl vermögeln. So, jetzt die nächste Aufgabe. Den zu pinnen, ja, da müssen wir den auch richtig schön vermöbeln jetzt. This takes me back to the marathon beatdown between Owen Schwartz and Mason Kunin for the title. So, bei die Folge lade ich dann nämlich noch schnell hoch. Morgen Vormittag habe ich dann noch einen Termin und wenn ich nach Hause komme, dann bereite ich schon mal die nächsten Folgen vor. Just a reminder, this match is falls count anywhere. In the general parking lot area, as we didn't pay to have the street closed. BCW is getting bigger, but we're not traffic controlled yet, okay? Black Hole Cole still feels like Buzz stole his WWE opportunity. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass der mir nicht mir die Tour vermasselt, der Typ. Ach, gerade noch rausgekommen, Gott sei Dank. So. Na bitte. Geht doch. Das Schöne ist, zu meiner Version hier, die ich mir vorbestellt hatte von WWE 2K19. Also nicht wundern, dass ich 2K19 sage und das nicht so normal auf Englisch, weil ich bin nicht so, ich kann nicht so Englisch, so groß. Ja, auf jeden Fall die Version, die ich von dem Schiff vorbestellt habe, habe ich von AJ Styles die Handschuhe dazu gekriegt, die blauen. Prove that tonight. And I didn't really get it before, but now I'm starting to understand why they're calling you Buzz. It's pretty much just Baron calling me that. It's gonna catch on. You'll see. Well, my bad for getting fired up about the mask earlier. We good? We're good. That's great, guys, but don't get too friendly because you'll be facing each other again soon in an even bigger rematch. I just need time to build something. Aber jetzt, die Folge 2 wird jetzt nicht ganz so lang und die nächsten Folgen, so wie die erste. In the meantime, I have some great opportunities for both of you
Ich glaube, die erste Folge war ja irgendwas mit 50 Minuten. So, die nächsten Folgen werden alle so bei 20 Minuten bleiben. Vielleicht mal ein paar Minütchen mehr oder mal weniger. They just want Cole Quinn. And Buzz, we are headed south of the border for a match versus Mexico's hottest luchador, El Mago! Es increíble! What? I took a few years of Spanish in high school. What? Guess that'll be useful on our trip. Hey, big things are happening for us in BCW. It's all coming together. Now, what do you say we bring it in for a big celebratory BCW handshake? Yeah. Na da. Geht's jetzt also nach Mexiko? This is huge that we're already expanding internationally. Our plan to take it to Triple H and WWE is working faster than expected. See? You just needed to trust me. Study up on some Lucha Libre footage. As you know, it's a completely different style. And if you accidentally drink the water there, make sure you wear brown tights. Is that a chunk of my skin? Gross. Meine schöne Autoscheibe. So, reparieren. Weil wir brauchen das Auto ja noch. So, Leute, nicht wundern, wenn dann immer mal ganz kurz das Bild schwarz ist. Ich habe immer mal ein Stück die Ladebildschirme rausgeschnitten, damit die Ladesequenzen nicht ganz so lang sind. Also die sind schon relativ kurz immer, aber... Wakey, wakey, earthquakey! We're having an earthquake? No, no, no. Just playing the wrestler wake-up game, man. Relax. You might want to choose a less terrifying wrestler name next time. Yeah, noted. We made it. Already? It really didn't seem like we were driving 2 days. Gee, I wonder why. It's because you've been asleep... the entire 2 days. Hey, I need my genius promoter rest. How do you say I need a shower in Spanish? Necesita un shower? I don't know. I don't remember the word for shower. You're a lot of help. Did you see that? What? That masked guy who attacked me, he's here. I just saw him. I think you're seeing things from being awake for so long. I'm telling you, that was him. How about you get some rest before your big match tonight? We need to keep all our momentum going. Can't have any setbacks due to hallucinations, you know. That wasn't a hallucination. All right. Wait, stop, pull over! What? What is it? Did you see him? No! I want to try some authentic Mexican street corn. You're the worst. So. Dann treten wir jetzt hier in Mexiko mal zu unserem Match an. Dann ist dann für, das ist jetzt für die Folge dann das letzte Match. Also ich werde immer so zwei Matches machen. Weil ich will natürlich die Zwischensequenzen so drin lassen, weil... ist ja gerade cool so dazwischen dieses...
Na, mal schauen, ob wir den besiegen. So, nicht mit mir, mein Jungchen. Genau, schön vom Zaun. Vos ha ganado todas sus luchas, pero el mago tiene sus trucos. Aber das Spiel kann ich nur jedem Wrestling-Fan, der auch sowas gern spielt, empfehlen. Also, ich finde es richtig gut gemacht und echt gut geworden, der neue Teil. Auch von Bewegung her, von der Steuerung, von den Modusen, die es so gibt, die man so spielen kann. So. Jetzt schön gegen die Ringecke. Gott sei Dank, bin ich da noch mal rausgekommen. Su primera lucha de boss in Mexico y será la última si gana el mago. Esta lucha ha sido increíble. Como nos dijo Baron Blade toda la semana pasada. So. Escuché que el adversario del mago habla español. Pues bienvenidos a México, boss, y buena suerte. So, jetzt muss ich nur mal nach der Aufgabe schnell gucken, weil... Ja, falsch gedrückt. Was ich genau machen muss. Weil bevor ich den besiege, möchte ich ja schon die Aufgabe erledigen, damit ich das Zeug so freischalten kann, was es so zu gewinnen gibt. Qué noche hermosa. Hace buen tiempo mientras estamos afuera. Okay. So. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Es el enmascarado que atacó al boss en el evento de WWE. ¡Qué horror! Kann man nicht mal einen ruhigen Match machen. ¡Qué lástima que esta lucha tremenda termina así! ¡Llévaselo de aquí! ¡Sácalo! Also hat das Match keiner von uns gewonnen. Okay, Leute. Dann wünsche ich euch noch eine schöne gute Nacht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und über jedes Abo würde ich mich freuen. Denkt dran, jedes Däumchen ist ein Träumchen. Und schaut euch auf jeden Fall die nächste Folge an. Wird es auch wieder spannend. Now, do you believe me? I guess so. Wenn irgendwas ist oder ihr jetzt zum Beispiel einen Exposition-Modus mal sehen wollt und irgendwelche speziellen Kämpfe, Matches mit bestimmten Kämpfern haben wollt, einfach unter das Video schreiben. Und dann mache ich da Videos zu. Wie gesagt, morgen mache ich dann die nächsten Folgen hierfür.
What's he saying? Did he admit to everything? No. He's a fan. Dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht und schlaft schön. Macht's gut. Let him go. Gracias, señor. Oye, ¿puedo tener un autógrafo? You have a marker. You're a better man than I am. Don't do that again, Buzz. Gracias. Well, your big Mexico debut didn't go quite as planned, but the match was great up until the end. And any publicity is good publicity, right? You've still got the buzz going. Yeah, I guess. I'm gonna take a shower. You mean ducha? I looked it up.